Schwede. Sag mal, ihr fühlt euch hier oben wohl, ne? Ja, das sieht man. Henning, bevor Tim mit seinen Talenten hier angibt, kommen wir erstmal zu dir. Was sagst du? Ja, also Tim, du hattest es uns ja quasi angedroht, dass du deinen Talenten ordentliche Tanzschritte beibringst. Und die drei tanzen auf jeden Fall 10-mal besser als du, das muss ich mal sagen. Aber eine wahnsinnig schwierige Nummer und drei Hammer-Performances. Also ich möchte nicht in deine Haut stecken, aber ich auch nicht. Sensationell. Danke. Lena, könntest du dich hier entscheiden? Also ich finde, ihr habt alle drei granatenmäßig gesungen und es hat sich so natürlich angefühlt, dass ihr auf der Bühne steht. Man hat null Aufregung gemerkt und ich wünsche dir sehr viel Spaß bei der Entscheidung, Tim. Also erstmal, ich bin extrem stolz auf euch, dass ihr das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt. Unfassbar. Ohne Worte. Sean, du hast eine ja irgendwie naturgegebene Musikalität. Ja, du stehst auf dieser Bühne und bewegst dich zur Musik völlig natürlich und es ist einfach klar, du gehörst dahin. Respekt. Thea, ich bin großer Fan deiner Stimme und du hast es einfach ja, dahin geschmettert, als wenn nichts gewesen wäre. Einfach echt krass. Feier. Danke. Ja, und Finn, ich habe das Gefühl, das Tanzen jetzt nicht zwangsläufig deins ist, aber dafür hast du es extrem gut gemacht. Genau so. Nein, aber ja, stimmlich bist du einfach echt der Hammer. Und ja, ich muss mich, glaube ich, mit Konrad, meinem Sidecoach, beraten, um da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Sonst wird das nichts. Alle gut gesungen, gab es keine größeren Unterschiede. Also man kann eigentlich, witzigerweise kann man über alle drei gehen. Okay, Tim. Wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Ah, man könnte wirklich jeden von euch mitnehmen und bitte die beiden, die nicht weiterkommen, macht euch keinen Kopf. Es ist der Hammer, was ihr hier abliefert. Wenn ihr drei im Finale stehen würdet, würde das, glaube ich, gut passen. Alle anderen hätten Angst vor euch. Ich habe es eigentlich immer noch nicht entschieden. Brauchst du noch mal, Konrad? Nein. Ja, dieses Battle wird gewinnen. Der Finn. It's gotta be you. Finn ist der Gewinner des Battles! Bis weiter! It's gotta be you. Only you. Ihr wart echt super, macht euch keinen Kopf. Sean. Du bist in den Sing-Offs. Herzlichen Glückwunsch, Finn! Finn ist das klassische Gesamtpaket. Der ist extrem musikalisch, hat eine unglaubliche Stimme. Quasi der klassische Tim Benz. Jetzt war es so überwältigend, das Publikum. Und ich kann es immer noch nicht fassen. Irgendwie.